Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gestartet, das ganze Projekt hier, und haben unsere ersten Maschinen schon stehen. Und ich glaube, ich habe irgendwo angefangen, eigentlich die ersten... Habe ich nicht schon angefangen, irgendwas aufzubauen, oder war ich noch gar nicht so weit? Oder ich habe auch noch nicht... Oh, hallo, großer Freund. Ist das nachgespawnt? Das ist nachgespawnt. Ich glaube, ich habe... Oder habe ich... Habe ich nicht letztes Mal schon die ersten Maschinen gebaut? Bin ich gerade verwirrt. In meinem Gangprozess. Ich wäre mir sicher, wir hätten das letztes Mal gemacht. Das Spiel hat mich hier wieder reingesetzt. Meiner? Achso, ja, die mobilen Meiner habe ich hier dabei. Warte mal. Meiner mitnehmen. Ist ja absolut kein Problem, Meiner. Zack, Meiner steht. Und dann brauche ich hier unten meinen Schmelzofen. Ich will den hier irgendwo platzieren. Machen wir einfach mal so. Und dann Q, Organization, Förderband. Hallo? Ach, mir fehlt was, okay. Schnellböck! Ich könnte natürlich den Schmelzofen hier oben vorne auch verwenden, aber den nutze ich dann für mein Eisen. Dann habe ich alles in einem Fleck oder so. Das sollte dann gar nicht schlecht sein. So, Stangen. Ich habe gar kein... Doch, Kupfer habe ich hier. Weil ich habe hier noch ein bisschen was auf Lager. Dann nehme ich doch das mit und gebe das hier rein. Habe ich hier noch ein bisschen was drin? Ja, sicher. Mein Inventar ist bloß ein bisschen leer. Ein bisschen überfüllt, wollte ich sagen. Das werden wir hoffentlich bald ändern können. So. Dann bauen wir doch mal hier weiter. Wie war das Abreißmodus Q? Hä? Ah, F. Drei. Förderband hat ungültige Form. Geht doch. So. Yay, Förderbänder. Kann ich dann auch gleich noch ein Lagercontainer platzieren? Den dann aber hier unten. Und dann mit drei. Das hier anschließen, genau. Super. Dann muss ich jetzt nur noch... Was ist mit dir los? Wahrscheinlich habe ich den ersten Teil schon gemacht, bedeutet ich kann jetzt mit zwei. Hier einen hin.
Hier anschließen und da anschließen. Let's go, mein Freund! Oh, reden! Stelle die Rufe frei und unterordnet sind, bevor du einen meiner MK... Was? Stelle sicher, dass Rohstoffvorkommen frei von Unordnung sind, bevor du einen meiner MK1 platzierst. Mehrere Biomassen können gleichzeitig Strom erzeugen. Gut. Hab ich noch nie zugeschaut, ganz ehrlich. Das ist ja voll genial. Okay, schade, man sieht nicht das Bohrloch. Das wäre Hammer gewesen. Aber hier kommt schon das erste Zeug. Achso, du musst auf Kupferbahn eingestellt werden. Und da kommt schon das erste automatische Kupfer raus. Jawohl. Perfekt. Kupfer automatisiert. Check. Jetzt kommt unser Freund das Eisen daher. Und da muss ich jetzt gucken, wie ich es am schlauesten mache. Ja, alles in Ordnung. Flieg, Vögelchen. Aufheben. Aufheben. Und dich muss ich abbauen. Ah, nee, warte, warte, warte. Not enough space. Aha. Nicht gut. Nicht gut. Hallo. Hier, Eisenerz rein. Bau mal ab, mein Freund. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich ein bisschen das einfach mache. Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, aber... So, jetzt lass mich mal kurz mal überlegen. Das ist ja nochmal eine Eisen. Wenn ich beide erstmal nach da oben lege und hier oben lagere, dann kann ich da unten Processing machen. Ich sage, ich mache hier Ding. Das könnte natürlich funktionieren, wenn ich jetzt hier Kuh mache. Und sag, ich platziere hin meiner irgendwie so. Was sagen wir, davon haben wir ja genug. Gut. Dann baue ich noch hier einen hin. Ein Schmelzofen, einen meiner. Gut, danke schön. Und dann nehmen wir drei. Ich sag nicht, dass das hier so blöd platziert ist. Es fehlen Eisenplatten. Okay, kein Problem, das kriegen wir hin. Und dann kann ich den Output vielleicht dann auch verwenden. Danach. Obwohl, ich kann aktuell auch nur einen verwenden, aber ich kann da wenigstens schon mal... Ich habe ja den anderen wenigstens schon mal stehen. Mein Inventar ist nur so bummvoll. Das ist echt ungut. Ich brauche jetzt mal eine Kiste oder so dann. Sonst wird das langsam echt eng mit dem Lager hier. Was war eigentlich fürs Upgrade 6? Da rein die dann Biomasse produzieren. Ha, und Biomasse-Generatoren, die bringen nochmal schön Strom. Und der Weltraumlift. Das ist ja gar kein großes Problem eigentlich, was hier. Oh, 100 Platten, das kann ich ja. Ja, komm, wir machen jetzt erstmal. Erstmal machen wir die eine Sache. Dann können wir gerne die andere Sache auch machen. So, guck, 3. Okay. Dankeschön. Und dann gehen wir auf Kuh und gehen auf Schmelzofen. Und ich platziere jetzt mal einen von hier. Gut, und da gehen wir 3 ran. Angesteckt. Ich kann Beton mehr. Ich muss Beton. Oh, jetzt muss ich Beton machen. Das gibt's doch nicht. Ich habe kein Beton mehr.
So. Betonen. Es ist eine elendigste Arbeit, aber relevante Gegenstände, auch interessant. Was war das? Seid ihr durch, oder was? Euch würde ich außerdem hier verbinden. Bedeutet, ich verbinde dich von hier hinten da dran. Ah, der ist schon voll mit der Verbindung. Aber ich würde gerne mit... Was ist F? 2. Den uns jetzt anschließen und jetzt hat... Kriegen nicht alle wieder Saft. Kann ich nicht hier sogar irgendwie gucken, wie der Stand ist? Ach, ja. Produktion 4,3 Megawatt. Achso, warte mal. Maximale Kapazität ist 20 Megawatt und maximale Verbrauch ist 17. Ist so alles gut dabei. Gut, dann. Wo ist mein letztes Kabel? Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nochmal kurz Kabel machen. Nochmal ein bisschen Käbelchen. Langsam wieder ein bisschen Platz im Inventar. Das ist immer schon erstaunlich. Das hatte ich ja die ganze Zeit eigentlich nicht mehr, ne? Aber ja, wird schon wieder. Ich mache jetzt mal ein bisschen was, dann kann ich vielleicht die zwei Stacks auch stapeln. Ich glaube zwar nicht, dass ich so weit runterkomme, weil dafür muss ich echt viel produzieren. Aber vielleicht wird es ja was. Dann hätten wir wenigstens ein bisschen Platz wieder im Inventar. Jetzt 100, damit würden wir dann... Ach, warte, ich wollte noch ein paar Kabel bauen. Weil Kabel brauchen ja wieder ein bisschen was, so. Dann wieder ein paar Kabel. Und mit der Kabelsche können wir jetzt hier wieder verkabeln. Let's move it! Und dahinter hätte ich dann gern erstmal ein Lagercontainer. Da fehlt zu wenig Metallstangen. Ha, nicht schon wieder. Not again. Was liegt da? Da lag was. Ah, da noch Keilerüberreste liegen lassen. Hm. Auch nicht schlecht. Hier darf ich nur die Miner bauen. Wo war das? Eisenschrank hier. Ich muss eh noch Eisen in der Produktion haben, wenn ich mich hier. Und ansonsten produziere ich jetzt Eisen. Schauen wir schon. Hat der nicht noch produziert? Yes, schick. Ein bisschen Eisen auf Lager. Das kann ich ja dann zum Glück auch ins Lager stecken. Das ist ja das. Der große Vorteil dran. Achso, die hier noch nicht konfiguriert. Entschuldigung. Lagercontainer. So, wenn hier zwei hinkommen am Ende, ne? Ich muss ja mindestens irgendwie das dann connecten am Ende von 2 zu 1. Dafür kriegen wir jetzt kein Eisenblatt mehr. Oh, bin ich froh, wenn es irgendwann vorbei ist, du. Warum meckern die Kollegen da hinten, dass wir keinen Strom haben? Oh, habe ich endlich mal hier die... On! Jetzt du das, Jungs! Neue Sorge freigeschaltet. Den fand ich jetzt gut. Den fand ich echt gut. Neue Sorgen. Ja, ja. Ich habe ganz andere Sorgen. Ah ja, stimmt. Warte, Platten. I need Platten. Platten is what I need. Ey, ey.
Sonst kann ich kein Lager, keine Kabel mehr bauen. Ei, 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 ei. Ich sag's euch, das Spiel. Ich glaube, da wird noch viel Chaos entstehen. Vor allem von der Fläche her. Ich werde so viel Kabel wieder ziehen und nicht mehr wissen, wo was ich hab. Das wird noch sehr, sehr lustig. So. Das Ausrufezeichen da drin schauen wir uns gleich an. Gleich ein Dschungel angeschossen werden, um dessen Kapazität zu erhöhen. Ja. Absolut super. Wir stecken dich hier mal direkt dran, erstens. Und. Oh ja, schau mal, was da Schönes rauskommt. Ich kann jetzt hier erstmal das Metall, was ich auf Lager habe, noch schon reintun. Obwohl, das sollte ich eher mitnehmen. Ich brauche das ja eher, ne? Schau mal, scheint später die Lagerkapazität. Gut, aber wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir die Missionen abschließen, würde ich sagen. Wir müssen auch irgendwie schauen, wie wir Beton herstellen. Kann ich Beton mal... Kuh? Production? Nee, du kannst nur Kabel machen. Ah, nee, sind die Kosten. Der braucht verstärktes Zeug. Einpacken. Reinschmeißen. Das ist noch Kupfererz. Dann habe ich alles Erz in meinem Inventar verbraucht. Das ist gut. Ein gutes Zeichen, meine Freunde. Gut. Wir fangen jetzt mal an hier. Was ist das Ausrufezeichen drin? Ich weiß, dass ich meinen Charakter anpassen kann. Habe ich schon gemacht. Dankeschön für die Info. So. Ich brauche... Warte. Platten... Und Beton. Okay, fangen wir doch mal mit dem simpelsten an, den Draht. So viel Kupfer, wie ich auf Lager habe, sollte das absolut kein Problem für mich sein. Dass ich davon genug herstellen kann. Und Eisen sollte ich auch bald so viel haben wieder auf Lager. Das ist, Eisenstein kann ich auch schon voll machen. Platten noch ein bisschen, aber wir haben ja jetzt mittlerweile eine Production laufen. Von daher ist das ja absolut kein Problem. Ach, guck mal, davon kann ich auch mehr als 100 halten. Schickes Ding, du. Ich könnte 300 produzieren davon. Holy shit. Ich brauche das Zeug eh rein theoretisch für Kabelproduktion. Also von daher. Wie viel passt denn da auf eine Rolle drauf? Und ich mache mir Sorgen, dass ich das nicht machen kann. Halleluja. Mal kurz abkühlen lassen. Dann werden wir nicht die Eisenstangen herstellen. Ich würde gerne die bisschen für mein Lager leeren. Deswegen kann ich ja mal den 100er Stack wenigstens noch da lassen. Aber den Rest verbrauchen. So, dann Eisenstangen. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Beton. Da muss ich mir noch ein bisschen was holen. Aber das haben wir auch ja auf Lager. Von daher kein großes Problem. Jetzt machen wir noch die Eisenstängchen. Mal schauen, wie viele Schrauben ich jetzt produzieren kann. Lecker. Ganz, ganz fein. Schöne Stängchen. So. Okay. Bedeutet, ich kann jetzt schon mal hier dich reinhauen, dich reinhauen, dich reinhauen und dich reinhauen. Gut. Dann machen wir einen Short Trip. Der gibt mir auch schon wieder ein bisschen was. Schön. Dann bauen wir hinten nicht die Miner ab, weil ich hoffe, dass ich da auch einen hinstellen kann. Und dann sollte das schon funktionieren. Ich habe eh hier nur einen Miner stehen. Schauen. Bauen wir das noch kurz ab, weil davon haben wir so viel. Auch jetzt nicht. Dann machen wir einen Short-Trip bei unserem neuen Eisenproduktion vorbei. Obwohl, ich glaube, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ach ja, hier habe ich auch noch einen stehen. Wusste doch, ich habe zwei. Wusste ich doch. Wie schaut das Lager für Eisen aus? Ich nehme hier ein bisschen mit. Einer ist sogar überfordert. Ich bräuchte dafür schon zwei. Holy shit. Okay. Wie schaut's mit euch? Mit dem Verbrauch aus? Ihr braucht schon wieder was. Finde ich schön, weil ich habe so viel auf Lager. Ich brauche Eisenplatten. Alter Scheiße, ich kann davon nicht mal so viel bauen, wie ich gewartet hätte, aber... Hey, irgendwie kriege ich wenigstens mein Eisen weg.
Auch ein Weg. Und ich brauche eh nicht so viel. Also ich brauche nur... Ah, ob sich das ausgeht, das werden wir sehen. Ich hoffe es. Es könnte sich ganz knapp nicht ausgehen, wenn ich mir das so anschaue. So ganz knapp. Aber wenn wir gleich sehen, wenn wir hier durch sind. Ich könnte natürlich eine Produktion starten. Aber ich glaube, für die 1-2 Sachen kann ich das auch so machen. Beton. Ich glaube, dann haben wir das Tutorial durch. Glaube ich, vermute ich, hoffe ich. Und dann sollten wir frei sein, beziehungsweise sollten die nächsten Stufen uns anschauen können, mit denen wir arbeiten können. Und das wäre natürlich schon mal eine mega geile Sache. Vor allem könnte ich dann, glaube ich, diese Reste, die ich von den Monstern da geklaut habe, endlich verarbeiten. Und das wäre natürlich auch wieder ein mega geiler Fortschritt für uns. So, okay. Wie viel brauche ich noch? Als ob, das geht sich haargenau aus. Punktgenau auf 100. Hab verbessern. Medaille gefällig. Hub Upgrade 6. Landing Platform Hydraulics completed. Freighter Landing initialized. Oh, moinsen. Congratulations, you have completed onboarding and achieved the absolute minimum skill level required of a Fix-It Pioneer. Fix-It looks forward to your future achievements, because a future with Fix-It is a future with you. Tier 1 and 2 milestones are now available in the hub, and biomass burners can now be built individually. Your first official objective is to initiate project assembly by building the space elevator. This objective will take a significant amount of resources, so Fix-It recommends getting to work. Fix-It. Sie empfehlen, zur Arbeit zu gehen, damit man den blöden Weltraum fertig machen kann. Der schaut aber auch anders aus wie früher, oder? Schaut auf jeden Fall viel cooler aus, habe ich das Gefühl. Und die Landeplattform schaut auch, finde ich, anders aus. So, habe ich jetzt hier drin diese blöde Forschungsstation? Nein, ich will forschen. Gab's das nicht mal? Ich konnte doch... Gibt's das nicht mehr? Okay, dann wohl nicht mehr. Ich wollte versteckte Eisenplatten machen. Dafür brauche ich aber Schrauben und Eisenplatten. So, ich habe hier gleich noch ein bisschen Metall drin. Bevor ich dich jetzt offiziell abreiße, würde ich nicht mehr im Netz brauchen. Du hast gleich noch ein bisschen Kupfer zum Verarbeiten. Und dann sollte es auch passen. Dann werden wir schauen, dass wir gleich mal ein bisschen was... Nein, nein. Erstmal wollte ich eigentlich ins Hub schauen, weil wir haben jetzt Stufe 1 und Stufe 2 freigeschaltet. Und da gibt es Fundamentbau, das ist schon mal super. Ein Beobachtungsturm bietet eine gute Aussicht, um den Bau der Fabrik zu erleichtern. Auch eine coole Sache. Standardwand, Rampen. Oder da kann ich mein Fundament bauen. Logistik. Ha, schauen. Das ist so eine Sache, die würde mich jetzt zum Beispiel sehr interessieren. Einfach aus dem Punkt, hier ist ein Förderbandsplitter und ein Fusinator, bedeutet einer, der es zusammensetzt, einer, der es auseinanderbringt, was mir sehr viel bringen würde. Der Förderband Lift, auch nicht schlecht. Feldforschung, MEM. Molekularanalyse dient dazu, neue exotische Materialien zu analysieren, die auf dem fremden Planeten gefunden wurden. Wertvolle Daten und Forschung, okay. Persönliche Aufbewahrungsbox, auch nicht schlecht. Ein Objektscanner. Piept in einem Rückenmuster, okay. Und eine Karte. Teilmontage. Fabrikator, ein Kupferblech, ein Rotor, modularer Rahmen und intelligente Beschichtung. Eine Kettensäge, fester Biotreibstoff, auch nicht schlecht. Sprungfläche, Gelee, Landepad, Awesome Schredder, Awesome Shop, Bauwerkzeug Upgrade Customizer, okay. Stapelbare Förderbandenmasten. Förderlift MK2 und Förderbänder MK2. Das sind die Sachen, die wir jetzt gerade freigeschaltet haben. Und es gibt bis zu Stufe 9. Da sieht man natürlich nichts. Okay. Finde ich auch nicht schlecht. Aber mich würde ja als erstes... Also das hier ist auch interessant mit Fundament. Ich wäre aber eher für die Logistik. Und die kriegen wir auch relativ schnell rein theoretisch durch. Wir werden trotzdem das ein bisschen automatisieren. Ah, das, genau, ich wollte... wenn man kurz mal abgelenkt ist. Wir brauchen Eisenplatten, hieß es. Dann schauen wir gleich mal, dass wir zum Beispiel diese Eisenplatten und alles ein bisschen automatisieren. Auch in eine Kiste packen. Das tun wir ein bisschen weiter weg. Aufbauen. Und dann tun wir das wechseln. Dann soll er das automatisiert machen, weil dann können wir das Lager damit füllen. So, genau. Jetzt habe ich
14 und ich brauche noch Schrauben. Schräubchen. Und das ist ein Träumchen. So, wahrscheinlich kann ich zwei davon machen. Super. Perfekt. Jetzt auf QG und sag hier Konstrukteur. Ich baue mir den hier nur einmal auf, um zu gucken, was er kann. Weil I don't know yet what he can do. Also, er kann Arge, er kann uns Beton zum Beispiel machen. Das ist gut zu wissen. Er kann uns auch die Biomasse herstellen. Aus Blättern und aus Holz. Kann ich die eigentlich selber auch produzieren? Früher gleich könnte man ja sowas zum Beispiel auch selber... Ja, kann ich hier, schau mal. Klar, ist jetzt nicht so effektiv, aber... Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Biomasse ein bisschen, weil dann kann ich die Kollegen dann hinten auf Biomasse umstellen. Wenn ich ein bisschen was auf Lager habe, dann ist das gleich auch gar nicht schlecht. Warum kann ich auch die neuen Biomasse-Generatoren bauen? Das ist auch nicht schlecht. Was mich hier interessieren würde, kannst du in Zukunft rein theoretisch auch, wie sagt man, Pflanzen automatisch machen? Also, dass du sozusagen sowas wie Biomasse nicht nur farmen musst, sondern das auch hast einfach? So, mal schauen wir mal. Die laufen hier beide noch auf Blättern. 80 pro Minute. ...6,67 pro Minute. Hält wesentlich länger. 9 Sekunden hält ein Brennstoff. Okay. Das ist schon wesentlich effizienter, finde ich. Wesentlich effizienter. So, ich fertige noch schnell den Rest. Einfach, weil ich es kann. Und wait, ich kann rein theoretisch auch die Maschine erstmal hier stehen lassen... ...und für mich fertigen lassen. Ich muss die nicht nach oben bringen. Ich kann die hier unten erstmal bauen lassen, solange ich noch keine Teile habe oder irgendwas zum Splitten, kann ich das natürlich auch einfach so machen. Ist natürlich auch ein Weg. So, das Holz tue ich auch nicht so verwenden. Das Gute ist, da kommt so viel Masse raus. Problem ist, ich habe so wenig Platz und habe jetzt so viel Biomasse. Ja, ja, jetzt habe ich ein volles Inventar an Biomasse. Ich sollte mir ein Lager für Biomasse machen. Holy shitballs. Jetzt habe ich nicht mehr genug Flache. Okay, gut. Was ich aber vorhätte, schau mal, erstmal kann ich ja echt das Kupfer hier nehmen. Das machen wir jetzt mal hier. Ich muss die erstmal anschließen, gleich zwei. Dankeschön. Und dann kann ich hier sagen, Draht. 15 pro Minute macht er. Braucht 4 Sekunden und 4 Megawatt. Okay. Ach, hier kann ich sogar auch... Ah, okay, hier kann ich noch ein bisschen was einstellen. Und jetzt kann ich den rein theoretisch machen lassen, wenn ich mir jetzt nochmal Eisen hole, um einen weiteren zu bauen. Natürlich habe ich das jetzt relativ weit weg platziert. Das war natürlich nicht die schlauste Aktion, aber mei. Schau mal, immerhin haben wir schon 200 auf Lager. Die kann ich doch bestimmt irgendwann noch upgraden, oder? Wenn hier so Schlüssellöcher sind, das wird sicher irgendwann ein Upgrade sein. Sage ich euch, ein sicheres Upgrade. So. Warum könnte ich dann alles fusionieren oder teilen und dann in mehrere Anlagen packen? Kriege ich noch mehr Leistung raus. Auch nicht schlecht. So, Eisenplatten brauche ich für die verstärkten Dinger da. Sonst wird das nichts. Mal ein bisschen was hier draus machen und dann können wir noch ein paar Schrauben machen. Und mit den Schrauben sollte man auch gut dabei sein. Weil wenn ich das nicht selber machen muss, ist es natürlich schon angenehm. Das muss man dazu sagen. Das macht es halt schon angenehm am Ende. Es ist halt doch jetzt noch am Anfang, wo du nicht viel automatisiert hast. Ich könnte wahrscheinlich mit mehr schon automatisieren, aber ich würde das Chaos nicht anschauen. Vor allem nicht unter meiner Kontrolle ist so ein Chaos immer eine schlechte Erfindung. Kommen wir gut voran. Aber halt slow and steady. Jetzt hat mit den Teilern wird natürlich dann viel freigeschaltet. Die Teiler werden mir viel Möglichkeit geben. So, warte mal. Dich brauche ich auch nicht mehr, ne? F, weg damit. Dann mache ich dasselbe wie hier. Ich platziere jetzt einfach nochmal so einen Konstruktor. Einfach irgendwo, weil ich kann es einfach.
Dann gehe ich hier zwei hin. Du hast noch ein, zwei. Du hast auch noch ein, zwei. Super. Dann machen wir jetzt hier Eisenplatten. Und geben ihm mal 100 Eisen. Und dann mache ich jetzt hier nochmal AQ. Einfach nur fürs Erste, dann kann ich nicht hier das automatisiert lassen. Dann holen wir uns jetzt nochmal ein bisschen Eisen und dann tun wir da ein bisschen was für die Dinger rein. Und dann haben wir so die erste simple Automatisierung. Wir bräuchten rein theoretisch ja noch einen Konstrukteur da hinten, damit wir dann Beton herstellen können. Das werden wir uns auch gleich anschauen. So, schau mal, du machst mit Eisenstangen. 4 Sekunden für... Er macht 15 pro Minute. Super. Perfekt. Wie schaut es bei dir aus? Du machst 20 pro Minute kommen hier raus. Okay. Wie gesagt, wir werden es weiter unterstützen natürlich. Weil ich will natürlich hier trotzdem relativ flott durchkommen mit der Aufgabe, damit wir das noch diese Folge erledigen können. Wir gehen jetzt auf hier Logistik und legen wir schon alles rein, was wir haben. Das ist sowas wie die Kupferdrähte haben wir quasi schon durch. Das ist keine große Aufgabe mehr am Ende. Aber trotzdem gibt es genug zu tun. Zum Beispiel bei den Eisenplatten werde ich unterstützen auf jeden Fall. Da werden wir noch einige brauchen. Wenn ich von beiden noch 50 mache, sollte ich gleich genug unterstützt haben, damit wir das fertig kriegen, oder? Was denkt ihr? Von beiden 50? Dann sollten wir gut dabei sein. So, gehen wir hier noch ein bisschen rein. Zack. Wenn wir das automatisieren in Zukunft, hat sich eh das ganze Problem erledigt. Ganz ehrlich, dann gibt es da kein Problem mehr. So. Perfekt, dann schütten wir den Rest rein. So, dann haben wir die schon fertig. Dann brauchen wir jetzt nur noch 54 Platten und 64 Stangen. Ja, die brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Ja, da sind wir schon fast zu weit. Perfekt. Ich wollte mal gucken, wie es unseren Kollegen hier geht. Ein bisschen nachschütten, dann freuen die sich wieder. Dann sind sie gut gefüttert und außerdem kriege ich wieder ein bisschen Inventarplatz. Langsam mal. Apropos, kann ich nicht jetzt die Biomasse auch schon mal an Strom? Hier, Biomasse-Generatoren. Die sind gar nicht so teuer. Das geht vollkommen. Ah, da kann ich automatisiert auch Biomasse einspeisen. Das ist geil mit einem Splitter. Wenn ich die so in eine Reihe stelle, dann werden sie gefüttert. Dann ist das gleich eine mega geile Sache. Da wäre dann aber wiederum die Motorsäge gut, damit ich Holz reinfüttern kann. Ja. Schau, wie knapp. Wir haben es fast. Also, ne, dich brauche ich immer noch nicht. Aber du hast es geschafft. Du bist auch durch mit deinem Material. Du hast es immer noch nicht ganz. Aber dann hole ich mir halt von dir noch ein bisschen Eisenstangen von oben und dann hat sich das Ganze erledigt. Weil wir haben genug im Lager sicherlich schon wieder. Auch wenn das Lager gleich immer noch nicht so gut durchläuft ist. Durchlaufen ist. Lille. Reden ist schwer, wisst ihr das? So, okay. Rapp. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Blätter und Holz, weil dann können wir dem... Nope, kein Metall. Das brauchen wir nicht. Dafür sind die Kollegen jetzt selbstständig verantwortlich. Wenn ich bei dir schon vorbeilaufe, nehme ich noch den Rest mit. Hol noch ein paar Eisenstangen, obwohl 43, das ist ja eh schon fast alles. So, dann sind wir auch jetzt schon was durch. Schauen wir mal noch ein bisschen was nach. Das müsste sich jetzt erledigt haben. Fracht starten! Milestone reached. Conveyor belts can now merge, split and lift to save space. Heb ab, Freund. Bye bye. Tschüss. Encourages you to consider investing in verticality when it comes to factory logistics.
If you feel stressed by this complexity, imagine yourself on the shore of a vast and calm ocean. Breathe in, visualize all the people relying on you. The sea is made of billions of faces, each staring at you with hope and tears in their eyes. Breathe out, feel refreshed and focused on your duties. What the fuck? Hängt der außerdem da oben gerade oder bin ich? Jetzt ist er weg. Nee. Ah, nee, das ist ein Fleck auf meinem Bildschirm. Aber, eben genau das, auf was ich die ganze Zeit gewartet habe: Logistik. Förderbänder. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, um auf kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.